Die einfache chemische Reaktion kennen Schüler auf der ganzen Welt. And watch what happens. Der Lehrer an der christlichen Schule in Kalifornien aber interpretiert die hübsche Farbveränderung ganz anders. Als eines der zahlreichen Beispiele für die Wunder der Schöpfung. Der Herr, erklärt er den staunenden Schülern, habe die Erde und den Menschen geschaffen. So they've got to get around that hump in the process. And that's why most biochemists today would not look to the Stanley Miller experiment as proving anything about the origin of the precursors for life because of some of those problems. Auch das nächste Experiment sieht spannend aus. Ein Kupferpfennig wird zum Glühen gebracht. Stellt euch vor, dass solche Verbrennungsprozesse tausendfach in eurem Körper ablaufen, erklärt der Lehrer. Hätte der Herr euch nicht so wunderbar gemacht, würdet ihr alle an der Hitze in eurem Innern sterben. Die Schüler sind begeistert von dem Gottesbeweis im Schulversuch. I believe in creation because I believe that God created the earth. Ich glaube, dass Gott die Welt erschaffen hat. Es gab keine Evolution. Aus kleinen Molekülen kann doch nicht so etwas Wunderbares wie der Mensch entstehen. Es gibt einen Schöpfer, den Herrn. Evolution wird unterrichtet, weil viele Menschen die Wahrheit ablehnen. Wir wollen selbst das Maß aller Dinge sein und weigern uns deshalb, an Gott zu glauben. Er hat uns erschaffen. Wir sind schließlich nicht aus Fröschen entstanden. Das Video über den Urknall wird den Schülern nur gezeigt, um sie auf angebliche Fehler hinzuweisen. Diese Kinder sind längst immun gegen die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft. Der Mensch, das haben sie gelernt, kann nicht aus einfacheren Organismen entstanden sein. The more complicated things get, the more it just seems logical to assume that somebody built this Swiss watch. Umso komplizierter Dinge sind, desto logischer ist es, dass jemand sie gebaut haben muss. Eine Schweizer Uhr oder ein Tarnkappenbomber entstehen ja auch nicht von selbst. No one would think that it just fell together by accident. Professor Kenneth Miller ist einer der renommiertesten Molekularbiologen der USA. Er weiß, dass entgegen wiederholter Behauptungen kein seriöser Wissenschaftler die Evolutionstheorie von Charles Darwin anzweifelt. The argument that because the cell is complex, someone must have created it, is an argument that really defies logic. Das entbehrt jeglicher Logik. Nur weil wir Menschen Elektronenmikroskope oder Computer bauen können, muss nicht jedes komplizierte Gebilde von jemandem erschaffen worden sein. Wir sehen in der Biologie in jedem einzelnen Molekül die Spuren der Evolution. Das Erbgut der menschlichen Zelle hat eindeutig Übereinstimmung mit Organismen, mit denen wir verwandt sind. Gott hat den Menschen direkt und ohne Umweg über die Evolution geschaffen. Das glauben 55% der Amerikaner. Der kleine Ort Dover in Pennsylvania zeigt, wie tief der Graben zwischen Anhängern und Gegnern der Evolutionslehre ist. Here I am. I have come. Here I am. 2000 Menschen leben in Dover. Die meisten besuchen am Sonntag eine der 13 Kirchen des Ortes. Um die freie Ausübung aller Religionen zu garantieren, hat Amerika einst Staat und Kirche streng getrennt. Auch deshalb gibt es bis heute keinen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Im Gottesdienst werden die Christen auf ganz besondere Weise im Glauben bestärkt, auch die Kinder. So we need to learn how to live with uncertainty. Die Bibel hilft uns in einer Welt voll Ungewissheit. Wir Christen halten uns nicht an Fakten, sondern an den Glauben an Gott. We are to live by faith, with the belief that God is in control. Nach letzten Umfragen fordern 2/3 aller Amerikaner, dass neben der Evolutionslehre auch die christliche Schöpfung wieder in Schulen unterrichtet wird.
Gott hat die Welt geschaffen. Ob wir das akzeptieren, spielt keine Rolle. Es ist schlicht die Wahrheit. Ich glaube an die Schöpfung. Ich stamme nicht vom Affen ab oder etwas, das aus einem See kroch. Auf keinen Fall stammen wir aus einer Schleimpfütze. Die Bibel lehrt uns, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Und ich glaube nicht, dass Gott aussieht wie ein Affe. Ich erkläre ihm, Gott ist das Zentrum der Welt. Die Kinder sollten die Wahrheit erfahren, nicht lügen. Und was sie jetzt in der Schule hören, sind Lügen. Learn the truth, not the lies. Right now, what's being taught in school is lies. Did he work? Weil sie öffentlichen Schulen misstrauen, unterrichten auch in Dover viele Familien ihre Kinder selbst. Wir werden Zeuge einer ungewöhnlichen Biologiestunde. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Könnt ihr das wiederholen? Fragt die Mutter. Recite that for me. Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. Very good. Alle Tiere der Welt wurden an einem Tag erschaffen. Und der Herr sprach: Lasse die Erde Lebewesen hervorbringen, ein jegliches nach seiner Art. And it was so. That's it. All he did was say, let the land produce animals, and it was so. Genau so war es, erklärt die Mutter. Diese Form des Unterrichts wollen konservative Christen wieder in allen Schulen des Landes einführen. Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen. Die Geschichte aus dem 1. Kapitel der Genesis ist für diese Christen eine wissenschaftlich genaue Wiedergabe des Schöpfungsprozesses. Glaubt ihr auch alles, was wir hier gerade gehört haben? Fragt die Mutter. Die Antwort ist eindeutig. Do you believe what we just said? Do you believe everything that we just read? Millionen christlicher Kinder werden in den USA so erzogen. It troubles me. Creation used to be the major teaching in school. Früher wurde in der Schule die Schöpfungsgeschichte unterrichtet. Sie wurde von der Evolution verdrängt. Wir müssen wieder dahin zurück. Weil wir jetzt an die Evolution und nicht mehr an die Schöpfung glauben, hat sich unsere Gesellschaft zu ihrem Nachteil verändert. Die Weltgeschichte ist für Anhänger der Schöpfungslehre relativ kurz. Vor nur wenigen tausend Jahren erschuf Gott die Erde und den Menschen. The claim that the Earth is geologically young, that it's 6 to 10,000 years old, is simple nonsense. Die Behauptung, dass die Welt nur wenige tausend Jahre alt sein soll, ist einfach Unsinn. Das ginge nur, wenn uns ein allmächtiger Schöpfer reinlegen wollte und Felsen auf diesem Planeten verteilt hätte, die unsere Messungen bewusst in die Irre führen. About the age of the Earth and put misleading evidence in the rocks that make up this planet. Das ist der Schulverwaltungsrat von Dover. Diese gewählten Volksvertreter haben durch eine einzige Entscheidung ihren Ort im ganzen Land bekannt gemacht. Sie führten an der Schule von Dover per Mehrheitsentscheid die Schöpfungslehre ein, obwohl der Ort in dieser Frage so gespalten ist wie ganz Amerika. Ich glaube an die Schöpfung. Ich finde, man sollte beides lehren. Dann können die Schüler selbst entscheiden, was sie für richtig halten. Wenn sie die Schöpfung lehren wollen, sollen sie doch vergleichende Religionswissenschaften einführen. Das ist nichts für den Biologieunterricht. Es muss der richtige Ort sein und die richtige Perspektive. Ich habe nichts gegen die Schöpfung, aber im Biologieunterricht hat das nichts zu suchen. Sie wollen auf diesem Weg Religion in die Schulen bringen. Das schadet Dover. It's trying to put religion into schools and it's discrediting Dover. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird an einer öffentlichen Schule Amerikas wieder die Evolution in Frage gestellt. Vor dem Biologieunterricht in Dover wird eine Erklärung verlesen. Die Evolution sei nur eine Theorie, heißt es da, zu der es eine Alternative gäbe. Die Erschaffung der Welt durch eine höhere Macht. Der Streit wird jetzt vor einem Bundesgericht entschieden. Besorgte Eltern wollen nicht hinnehmen, dass ohne wissenschaftliche Grundlage die Evolutionslehre in Frage gestellt wird. Der Prozess in Harrisburg, Pennsylvania, erregt landesweit Aufmerksamkeit.
Vor dem Gerichtsgebäude geraten Vertreter beider Seiten aneinander. Die Evolution ist doch nur eine Theorie, es gibt keinen Beweis. God made my head harder than yours, okay? Because you're lost. Gott hat mir mehr Verstand gegeben als dir, du hast doch keine Ahnung. He confuses me as a Christian because das verstehe, wer will. Er will Christ sein und glaubt, wir stammen vom Affen ab. Gott hat uns doch nach seinem Bild geschaffen. In Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Es steht doch alles in der Genesis. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Jedes Buch in der Bibel handelt von der Schöpfung Gottes. Gott muss sich nicht beweisen, er existiert. Talks about the creation of God. But you know, God doesn't have to prove himself, he exists. Mit in Harrisburg ist auch der Vertreter des Nationalen Zentrums für Wissenschaftserziehung, Nicolas Matzke. The US has had, you know, 80 years of battles over teaching evolution. Seit 80 Jahren wird in den USA die Evolutionslehre bekämpft. Konservative Christen denken, wenn die Evolution Realität ist, gibt es keinen Gott und damit keine Basis für Moral. Kommunismus, Homosexualität, Drogenmissbrauch, alle Übel der Welt werden der Evolutionslehre angelastet. So they will blame all the societal evils on evolution. They'll blame communism and homosexuality. Die Gegner der Evolution sehen ihren großen Tag gekommen. Endlich, so verkündet ihr Anwalt, kehrt Amerika zur einzig wahren Version über die Entstehung der Erde zurück, zur Schöpfung. In America, I think that this has been a watershed. In Amerika markiert dieser Prozess eine Zeitenwende. Egal wie es ausgeht, aufgrund der Aussagen unserer Wissenschaftler, wird die Schöpfungslehre wieder in allen Schulen des Landes Einzug halten. Keine seriöse Wissenschaftsorganisation der USA bezweifelt die Evolutionstheorie. Das verschweigen die Gegner der Evolution. If the critics of evolution had genuine scientific evidence, wenn sie tatsächlich wissenschaftliche Beweise gegen die Lehre von Charles Darwin hätten, würden sich die Gegner der Evolution dem öffentlichen Diskurs in der Wissenschaft stellen. Hätten sie recht, würden ihre Ideen ganz von selbst Eingang in die Lehre und auch in die Schulbücher finden. Stattdessen benutzen sie PR-Methoden, Propaganda und politische Macht, um ihre Ideen in die Klassenzimmer zu bringen. Public relations strategies, propaganda and political power to put their ideas directly into the classroom. Der Prozess in Pennsylvania ist nicht der erste, der in den USA zur Evolution geführt wird. Tief im Süden, in Dayton, Tennessee, fand 1925 eine legendäre Gerichtsverhandlung statt. Dayton begeht den historischen Tag des sogenannten Affenprozesses. Der Staat Tennessee gegen den Lehrer John Scopes. Zum Jubiläum wird die Gerichtsverhandlung nachgespielt. Vor 80 Jahren war es in Tennessee wie in anderen Bundesstaaten gesetzlich verboten, die Evolution zu unterrichten. Historische Aufnahmen von der Gerichtsverhandlung. Es ging auch damals um mehr als Biologie. Das liberale Amerika mobilisierte seine Anhänger gegen den bibeltreuen Süden. Mehr als 200 Journalisten berichteten über den Affenprozess. Es war die erste Gerichtsverhandlung, die in den USA landesweit live im Radio übertragen wurde. Vor einer Jury bibeltreuer Christen musste sich der Lehrer John Scopes verantworten. Er hatte trotz des gesetzlichen Verbots die Evolutionslehre unterrichtet. Schon damals war Amerika gespalten. Amerikanische Bürgerrechtler engagierten einen der besten Strafverteidiger des Landes, Clarence Darrow. Vertreter der Anklage war der Politiker William Jennings Bryan. Vor dem Saal sangen die Gegner der Evolution Spottlieder auf Charles Darwin. Monkey business down in Tennessee. My Lulu made me fall. I'm monkey after all. Monkey business, now I see it all. When she rolled her eyes, it was no surprise how she could tantalize. Wegen des großen Interesses wird die entscheidende Sitzung nach draußen verlegt. Der Anwalt des Lehrers ruft den Vertreter der Anklage in den Zeugenstand.
In der berühmten Debatte werden all die Argumente ausgetauscht, die bis heute verwendet werden. Ja, erklärt William Jennings Bryan, Adam und Eva waren die ersten Menschen. Und Eva wurde tatsächlich aus Adams Rippe geschaffen. Der Lehrer John Scopes wurde verurteilt. Doch das verheerende Medienecho über die angeblichen Hinterwäldler in Tennessee wog weitaus schwerer. Die Evolution setzte sich in allen Schulen Amerikas durch. Viele haben sich damit nie abgefunden. Wir sind unterwegs mit Rob und Angel Dillard. Rob ist Arzt, seine Frau Angel erzieht die beiden Kinder. Die Dillards leben in Kansas, einem konservativen Bundesstaat in der Mitte der USA. Die liberalen Großstädte an Ost- und Westküste sind 2000 Kilometer entfernt. Kansas ist eine andere Welt. Gleich hinter dem Farmhaus unterrichtet Angel ihre beiden Töchter, natürlich mit der Bibel. Kein Gesetz schreibt Eltern in den USA vor, ihre Kinder auf eine richtige Schule zu schicken. Im Unterricht zu Hause machen konservative Christen aus ihren eigenen Kindern die nächsten Gegner der Evolution. Nur so erklärt sich, dass bis heute in den USA der Widerstand gegen die Lehre von Charles Darwin so stark ist. The core idea that we want to get through to them is that science and religion, physical and spiritual, really are together. They don't have to be separate things. Wir wollen ihnen beibringen, dass man Religion und Wissenschaft nicht trennen kann. Man kann die reale Welt aus einer biblischen Perspektive verstehen. Es gibt einen Schöpfer, der sie selbst und die ganze Welt um sie herum geschaffen hat. Gott hat uns einen ganzen Katalog wahrer Werte gegeben, die unsere Kinder lernen müssen. He designed life and he designed a moral code of truth that we really feel like our children need to have. Die Dillards haben bei der letzten Wahl für George Bush gestimmt. Der Präsident unterstützt die Wiedereinführung der Schöpfungslehre an amerikanischen Schulen. For us it's very important that President Bush is a Christian and not only does he confess it but he lives it. Präsident Bush ist ein wahrer Christ. Jeden Tag betet er und liest in der Bibel. Für uns ist das der wichtigste Teil seiner Persönlichkeit. Der Führer unserer Nation lenkt unser Land mit dem Rat Gottes, dem Quell aller Weisheit des Universums. In Kansas ist der Kampf konservativer Christen gegen die Evolutionslehre so erfolgreich wie nirgendwo sonst in den USA. Für alle Schulen des Bundesstaats wurden neue Wissenschaftsstandards eingeführt. Sie ermöglichen in den Biologieklassen den Unterricht der göttlichen Schöpfung. Wir besuchen die Gemeinde der Dillards, eine der größten Baptistenkirchen in Wichita. Der Herr führt mich auf allen meinen Wegen. Singen Rob und Angel zusammen mit ihrer Gemeinde. Allein in Kansas haben sich 1200 Kirchen zusammengeschlossen, um ihre Kinder vor der Evolution zu bewahren. Sie haben so maßgeblich dazu beigetragen, dass in Kansas Gegner der Evolution in wichtige politische Ämter gewählt wurden. We believe that God created everything that's in the world, but his special creation is his people. Wir glauben, dass Gott alles geschaffen hat, auch den Menschen. Der Herr ist allmächtig, nichts passiert ihm einfach so. Und ganz bestimmt war unsere Erschaffung nicht einfach ein Zufall. Certainly our creation was not by accident. God has allowed it to be. Der Pastor zitiert die Titelseite der größten Zeitung der Stadt. There's a front page what Kansans think of evolution. Was denkt Kansas über die Evolution? Ich liebe es, wenn den Liberalen der Schreck in die Knochen fährt. Was die Umfrage ergeben hat, ist ganz klar. Die große Mehrheit der Bürger von Kansas glaubt an die Schöpfung und nicht an die Evolution. Für Pastor Fox steht fest,
Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden nach einem göttlichen Plan geschaffen, genau wie das Paradies. Ich sage das immer gerne zu den Ungläubigen und Liberalen. Ist es nicht auffallend, dass Gott Eva nur aus der Rippe des Adam und dem Staub der Erde geschaffen hat? Und zu was zerfällt der menschliche Körper nach dem Tod? Zurück zu Staub. Der Kampf gegen die Evolution ist für den Pastor ein Krieg um ein anderes Amerika. I believe that the evolution theory and the doctrine of evolution is the mother of all battles between conservatism and liberalism. Es ist die Mutter aller Schlachten im Kampf zwischen Konservativen und Liberalen. Wenn die Liberalen die Evolution verlieren, dann öffnet das ihre Augen und sie erkennen, vielleicht gibt es doch einen Gott, eine Hölle und einen Himmel. Maybe salvation is there. Maybe there's a hell. Maybe there's a heaven. Pastor Fox sagt von sich selbst, dass er zur religiösen Rechten gehört. Für gemäßigte Christen steht die Evolutionstheorie nicht im Widerspruch zu ihrem Glauben. Natürlich lässt die Evolution Raum für Gott. Ich bin Katholik und auch ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt. Aber wir reden hier über Wissenschaft. Die Entstehung neuer Arten auf diesem Planeten und die Entstehung des Menschen sind Ergebnis eines Evolutionsprozesses. Is that the process of evolution is how this planet gives rise to new species and also how it gave rise to us. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Evolution sehr wohl mit christlicher Theologie und Philosophie vereinbar ist. Within the traditional Christian framework of theology and philosophy. Die Existenz der Dinosaurier stürzte bisher die Anhänger der Schöpfungslehre in arge Erklärungsnöte. Wie konnten die großen Echsen vor Millionen von Jahren auf der Erde ihr Unwesen treiben, wenn Gott die Welt erst vor rund 6000 Jahren geschaffen hat? Den offensichtlichen Widerspruch wollen die Anhänger der Schöpfungslehre in Texas aus der Welt räumen. Hier in Glen Rose, rund um den heutigen Dinosaur State Park, haben die Dinosaurier in einem alten Flussbett zahlreiche Fußspuren hinterlassen. Glen Rose ist deshalb ein beliebtes Ausflugsziel, aber auch das ideale Aufmarschgebiet für einen Trupp christlicher Hobbyarchäologen. Der Leiter der Expedition erklärt den Teilnehmern den Ernst der Lage. I want to emphasize that the McFall Ledge on which you're excavating and the team of which you now become an official member. Ich möchte eines betonen. Dieses Flussufer ist nichts anderes als das wissenschaftliche Schlachtfeld der Nation. Wenn wir hier Fußspuren von Dinosauriern finden und menschliche Fußspuren dazwischen, ist endlich bewiesen, dass Mensch und Dinosaurier gleichzeitig auf der Erde lebten. Dann ist die wissenschaftliche Schlacht zwischen Humanismus und Christentum, zwischen Evolution und Schöpfung, diese Schlacht ist dann vorbei. Supernaturalism, Evolution versus Creation. The battle is over. Sofort macht sich das christliche Grabungsteam an die Arbeit. Aus dem ganzen Land sind die Gläubigen gekommen, um endlich den unumstößlichen Beweis zu finden, dass Charles Darwin und Millionen Wissenschaftler auf der ganzen Welt irren. Die wahre Erklärung für das Aussterben der Dinosaurier wird den Erleuchteten gleich mitgeliefert. Sie starben durch die Sintflut. The creation position, the scientific creation position of the demise of the dinosaurs explained by the worldwide flood. Nach unserer wissenschaftlichen Erkenntnis sind die Dinosaurier in der Sintflut ertrunken. Schließlich findet man ihre Knochen überall. Die große Flut aus Noahs Tagen hat sie getötet und ihre Reste auf der ganzen Welt verteilt. So the global flood of Noah's day explains the demise of the hundreds of millions of dinosaur fossils that we find worldwide. In der größten Mittagshitze kommt es zum Durchbruch. Dr. Charles Bow untersucht eine Stelle, die auffallend hohl klingt. Was er freilegt, ist für ihn eindeutig ein menschlicher Fußabdruck. Der ungläubige Korrespondent wird herbeigerufen, um sich selbst zu überzeugen. Nur eins ist sicher:
Wenn hier tatsächlich einer unserer Vorfahren zwischen Dinosauriern herumschlich, hatte er ziemlich genau Schuhgröße 46. Das Grabungsteam ist begeistert. Wieder ein Meilenstein im Kampf gegen die Evolutionstheorie. Wir haben einen menschlichen Fußabdruck gefunden. Gut, er ist nicht in einer Dinosaurierspur, aber doch in derselben Gesteinsschicht. Wenn die Evolution wahr wäre, gäbe es all diese Fossilien nicht. Ich bin Gott wirklich dankbar, dass all diese Beweise existieren. Natürlich werde ich ihn die Wahrheit lehren. Von der Evolution erzähle ich ihm dann auch, damit er versteht, wie falsch sie ist. Da kann er sich einmal selbst ein Bild machen, nur aufgrund der Fakten. Nicht nur einfache Menschen glauben, dass die biblische Schöpfung wissenschaftliche Realität ist. Die Unterstützung kommt aus den höchsten Ebenen der amerikanischen Gesellschaft. Many members of Congress are creationists. Viele Abgeordnete im Kongress glauben an die Schöpfungslehre. Und auch der Präsident und seine Familie unterstützen die Wissenschaft von der biblischen Schöpfung. In fact, the President of the United States and his entire family espoused scientific and biblical creation. Die Fußspuren der Dinosaurier sind einmal der Sargnagel für die Evolutionstheorie. Das glaubt John Hefner, im bürgerlichen Beruf Mathematikprofessor. I think that, some of the people that have greatly influenced the world are Marx. Drei Männer haben die Welt nachhaltig verändert: Marx, Freud und Darwin. Kaum jemand folgt heute noch den Lehren von Marx und Freud, und der nächste, der vom Sockel stürzt, ist Darwin. And I think Darwin is the next to fall. Wir sind zurück in Dayton, Tennessee. Die Aufführung des historischen Prozesses gegen die Evolution geht zu Ende. Das Gesetz, das den Unterricht der Evolution in Tennessee verbot, wurde erst 1967 abgeschafft. Das letzte Gesetz eines Bundesstaates gegen die Evolution wurde erst 1987 für verfassungswidrig erklärt. Heute glauben viele Christen in Amerika, die Zeit sei reif, das Rad der Geschichte wieder zurückzudrehen. Hin zu einem christlichen Gottesstaat auf festem biblischen Fundament. Well, I'm on the creation side. Ich weiß, dass die Theorie der Evolution der Schöpfung widerspricht, aber ich bin Christ und ich glaube an die Bibel. Es war eine Schöpfung, das hat man mir so beigebracht und die Bibel lehrt es. Der Mensch stammt nicht vom Affen ab, klingt es aus dem alten Gerichtssaal von 1925. Ich lasse von niemandem einen Affen aus mir machen, auch nicht von Charles Darwin. Out of me, and you can't make me.